Hallo Freunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal hier. Einen Tag später als gewohnt. Warum? Ja, es sind Feiertage, man hat so seine familiären Verpflichtungen. Wir hatten auch noch einen kleinen Wasserschaden in der Küche, auch der musste behoben werden. Und deswegen gibt es das Ganze jetzt auch einen Tag später erst als gewohnt. Ohne Olaf. Olaf ist auch noch unterwegs mit seiner Frau zusammen. Ja, nächste Woche machen wir wieder was zusammen. Und zwar gibt es dann die Jahreszusammenfassung 2019. Aber jetzt geht es hier erstmal weiter, gewohnt im Programm, und zwar Testament, die dritte. Nachdem es so ein kleines Tief bei Testament gab, natürlich mit hochwertiger Musik, The Ritual ist auch ein klasse Album, hat tolle Hits, ist aber kein Thrash Metal mehr, und die EP Return to Apocalyptic City, ja schon andeutete, dass es wieder härter wird, kam Low raus. Ein saustarkes Album, was dem damaligen Stil des Groove-Metals durchaus sehr nahe kam. Also man merkt schon, die Jungs haben ein bisschen nach links und rechts geguckt, haben gesehen, Pantera, das geht richtig nach vorn, das wird auch gern gehört. Das war ja damals unheimlich stark angesagt. Ich kann mich auch daran erinnern, in meiner eigenen Band haben wir dann immer versucht, grooviger zu werden. Testament haben es auf jeden Fall geschafft. Nicht, dass sie jetzt irgendwas abgekupfert haben, haben sie nie gemacht. Das ist immer, Testament ist immer der eigene Stil, jedes Album. Auch wenn sie Elemente reingenommen haben aus anderen Stilrichtungen, die vielleicht auch gerade den Geschmack der damaligen Zeit entsprochen haben. Hier merkt man eine Mischung aus Practice What You Preach, Groove Metal und ein bisschen Death Metal kommt rein. Wie kommt denn das Death Metal mit Testament? Ja, James Murphy ist an der Gitarre, allen bekannt aus den des metallischen Bereich, und der hat auf jeden Fall hier seine Note hinterlassen. Das Album kann man sich getrost antun, kann man getrost kaufen, getrost hören. Das macht auf jeden Fall Spaß und man sieht, die Band ist auf dem richtigen Weg. Der Weg wird weiter verfolgt, und zwar gibt es 1997 mit Demonic ein Album, was auch wieder sehr rhythmisch ist, sehr groovend, noch härter, noch, ja, es wird noch mehr gecrowled auf den Album. Es werden auch Industrial-Anleihen kommen mit rein, so vom Stil her. Auch das ist ein Album, was oft unterschätzt wird, aber mir sehr, sehr gut gefällt und Testament auch sehr gut steht. Ja, Demonic. Macht auf jeden Fall Spaß. Ob das nun John Doe ist zum Beispiel, der Song, oder Together as One, das sind alles Sachen, die muss man mal gehört haben. Spielt ja auch ein großartiger Schlagzeuger mit. Gene Hoagland ist vielen Leuten bekannt, hat ja auch bei Death mitgespielt und bei Dark Angel war der auch. Auf jeden Fall hat er da seine Handschrift auch hinterlassen. Ja, dann kam 99. Ich hoffe, es war 99. Mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Klar, Moment. Ja, The Gathering raus. Erwartungsvoll erworben. Warum? Na, spielt zum Beispiel Dave Lombardo mit. Der Slayer-Trommler. Oder Steve DeGiorgio, der Bassist von Sadus, der auch mal bei Death mitgespielt hat. Und es wird eindeutig auch wieder mehr Thrash Metal reingebracht. Also Rockhard hat damals gesagt, das Thrash Metal Album schlechthin. Hochwertige Musik ist es. Bloß für mich, ich habe den Zugang zu dem Album ehrlich gesagt nie richtig gefunden. Auch jetzt beim Durchhören, mehrfach gehört und doch nicht so richtig verstanden. Jetzt möchte ich es nicht runterreißen, weil es ja von vielen Seiten hochgelobt wird und auch beim Hören man feststellt, dass es hochwertige Musik ist. Wenn du jetzt ein Fan von The Gathering bist, dann schreib doch mal in die Kommentare, was dich zum Fan macht, was dieses Album so besonders macht. Vielleicht hilft es mir, dass ich es aus einem anderen Blickwinkel mehr anhören kann. Und natürlich mag es auch den einen oder anderen bei der Kaufentscheidung helfen, The Gathering zu erwerben. Traut euch, schreibt ruhig was drunter. Gut, soweit Testament.
Aber wir sehen, die Band ist auf dem richtigen Weg. Wie geht's weiter? Können sie weiter so durchziehen, ihr Programm? Das erfahrt ihr nächste Woche. Übernächste Woche. Nächste Woche ist ja Jahresrückblick. 3 Scheiben haben wir noch. Eine EP von Die Krups. Jetzt wird's elektronisch. Wenn du Scheuklappen hast, kannst du jetzt hier gleich das Video unterbrechen. Wenn du keine Scheuklappen hast, sondern elektronische Musik mit harter Gitarre magst, dann Die Krups Tribut to Metallica. Accuser-Gitarrist hat da mitgeholfen auf dem Album. Oder auf der EP, so ein Album ist es ja nicht. Da sind ein bisschen wenig Songs drauf. Und ja, die Metallica-Sachen erscheinen hier mal ein bisschen in einem anderen Kleid. Es macht auf jeden Fall Spaß, sie zu hören. Und es ist mal eine interessante Interpretation des Ganzen. War ja sowieso früher, oder ist auch heute noch so, Metal und die Fledermäuse sind eng beieinander. Ne? Und deswegen gibt es dann eben auch mal solche Hybriden, die da rauskommen. Traut euch und hört mal rein. Aber jetzt werden wir wieder richtig rein metallisch. Based aus Dänemark. Skandinavischer Death Metal in Reinkultur. Marie Magdalena, eine EP von 2016. Inzwischen haben sie 2019 ein neues Album rausgebracht. Habe ich mir noch nicht erworben. Möchte ich unbedingt haben, weil die haben mich einfach auch weggeblasen bei ihrem Auftritt mit Decapitated. Da waren sie Vorband und haben mich total überzeugt. EP gekauft, Shirt gekauft, eigentlich so das ganze komplett sorglos Paket aus dem Merch-Bereich von Beast. Und die Jungs habe ich auch richtig ins Herz geschlossen. Wenn du auf skandinavischen Death Metal stehst, dann ist diese Band genau das Richtige für dich. Kann man nichts falsch machen, kann man getrost die CDs kaufen, kann man getrost aufs Konzert gehen. Also auch auf der Bühne feuert es genauso wie eben auch aus der Konserve. Eine Überraschung für mich und sicherlich auch für euch, dass ich hier Samsas Traum vorstelle. Na, man denkt ja mal, so Gruftmucke ist nicht meins. Und dieses Album hat mich echt überrascht. Samsas Traum, weil ich dachte auch so, habe Magdeburg im Mediamarkt mir diese CD geschnappt, mal reingehört und dachte, was ist denn das? Da sind ja Black-Metal-Gitarren drunter. Das ist ja teilweise echt hymnenhaft. Also ein wirklich astreines Metal-Album. Scheiden tut weh, heißt die Scheibe. Alles Material, was 2008 übrig geblieben ist und jetzt nochmal verwurstet wurde auf dieser Scheibe, die leider nur auf 3333 Exemplare produziert wurde, macht auf jeden Fall Spaß zu hören, laut mitzukrölen, und deswegen war ich dann auch letztes Jahr das erste Mal auf einem Samsas Traum Konzert und ich war begeistert. Also wenn die jetzt im Februar kommen, werde ich wahrscheinlich wieder hingehen, weil es einfach Spaß gemacht hat. Songs wie Parasitenfotze oder Im Tal des Schwarzen Mondes oder Scheiden tut weh, Ich bin der Antichrist, live auch zu hören. Also sind alles Sachen, die man durchaus auch laut mitkrölen kann. Mal ein ganz anderes Gewand, als man sonst von Samsas Traum gewohnt ist. Und ich hoffe, ja, dass sie weiter sowas machen, dass das wirklich auch so die Zukunft ist, weil dann haben wir es hier wirklich mit einer guten metallischen Entwicklung zu tun. Soweit diese Woche unser Video auf dem Kanal. Nächste Woche gibt es wieder mit Olaf was. Da gibt es die Jahreszusammenfassung. Und bis dahin, viel Spaß beim Hören.